Zwei Gerichte hatten dem Satiriker Jan Böhmermann das Gedicht Schmähkritik in Teilen verboten. 2016 hatte er den Text veröffentlicht, in dem er dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan sexuelle Handlungen wie Pädophilie und Sodomie unterstellt. Böhmermann hatte gegen die Entscheide eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe schmetterte diese nun mit einer nüchternen Begründung ab. Sie habe keine Aussicht auf Erfolg. Weitere Gründe nannte es nicht. Die Entscheidung ist unanfechtbar. Böhmermann hatte das Gedicht im März 2016 in seiner TV-Satire-Show Neo Magazin Royal bei ZDF Neo vorgetragen. Der Auftritt führte zu einem diplomatischen Eklat zwischen Deutschland und der Türkei. Erdoğan wehrte sich vor Gericht, woraufhin große Teile des Gedichts verboten wurden. Der Vorfall löste eine Debatte darüber aus, was Satire darf.